TC Blau-Weiß bei Hauptstadtsport TV. It's Derby Time bei den Damen und Herren des TC Blau-Weiß. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich die Hockey-Begeisterten im Grunewald. Denn dieser Saisonausklang soll nicht nur mit einem Derby-Sieg gegen den Erzrivalen BHC beendet werden. Vielmehr stand ein emotionales Abschiednehmen von langjährigen Teamkameraden im Vordergrund. Ich denke, dass es heute vor allem darum geht, Paul, unserem Captain, und auch Matti, unserem Torwart, einen gebührenden Abschied zu bieten, hier nochmal alles zu geben, zu zeigen, dass wir wiederkommen in die erste Liga, dass wir da nicht, klar war die Saison unglücklich, aber dass wir da auf jeden Fall weiter kämpfen und wieder versuchen hochzukommen und da einfach nochmal einen guten Abschied zu liefern für die Jungs. Obwohl es für beide Mannschaften am letzten Spieltag nur noch um die goldene Ananas ging, entwickelte sich das Spiel zu einem echten Thriller im Grunewald. Nachdem der BHC schon früh mit 1:0 in Führung ging, steckten die Blau-Weißen nicht die Köpfe in den Sand und so leisteten sich beide Mannschaften besonders in der zweiten Hälfte einen harten Kampf, so wie es sich für ein richtiges Derby gehört. Am Ende überzeugten jedoch die BHCler mehr und konnten das Spiel knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Ja, wir haben uns wahnsinnig aufs Derby gefreut. Das ist immer eines der schönsten Spiele in der ganzen Saison. Ich denke, dass BHC spielerisch deutlich überlegen war. Da haben wir nicht so viel Land gesehen und haben am Ende hin dann zwei schöne Tore gemacht und haben versucht, dann noch den Lucky Punch am Ende zu holen, um vielleicht doch noch mit einem Punkt hier zu bleiben. An sich denke ich, dass der 3:2-Sieg für BHC am Ende doch verdient war, aber es war wahnsinnig schön, es hat Spaß gemacht, mit den Jungs nochmal letztes Mal zu kämpfen und ja. Am Ende der Saison steht für den TC Blau-Weiß Berlin leider der Abstieg in die zweite Liga auf dem Papier und die Emotionen kannten keine Grenzen, denn der Abschied von Kapitän Paul Döch, der 9 Jahre beim TC spielte, schmerzt gewaltig. Ich bin natürlich wahnsinnig traurig. Es war eine wunderschöne Zeit hier, die 9 Jahre. In der Jugend waren wir super erfolgreich, der ganze Verein stand hinter unserer Jugendmannschaft. Dann mit den Herren war es immer so ein bisschen hoch und tief in der ersten Liga. Immer um Klassenhalt gekämpft, einmal geschafft, in der zweiten Liga dann immer um den Aufstieg gekämpft. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich bin super traurig, den Verein jetzt zu verlassen, aber freue mich auch wahnsinnig auf die Zukunft. Und nicht nur Paul Döch verlässt den Verein, auch Vereinsikone Matti Retscher nahm nach 22 Jahren für den TC seinen Hut und wechselt gen Norden nach Hamburg. Sein Herz wird allerdings immer nur für einen Verein schlagen. Ich wünsche mir, dass das alles trotzdem irgendwie weitergeht hier. Es ist mit dem Abgang von Paul und von mir natürlich und mit Stan als Trainer ist natürlich nicht leicht, so ein Umbruch. Ich würde mir einfach wünschen, dass es trotzdem in den nächsten Jahren hier auch in der zweiten Liga weitergeht erstmal. Dass sich das stabilisiert dort und wir dann vielleicht mit Blau-Weiß irgendwann wieder in die erste Liga angreifen können. Aber nicht nur die Herren hatten ein ganz spezielles Spiel auf dem Programm. Die Damen spielten ebenfalls das Berlin-Derby in der zweiten Bundesliga. So ist es natürlich was Besonderes, mal wieder hier regional zu spielen. Und deswegen gerade bei dem Aufwärtstrend von Tusli und unserer relativ überraschenden Tabellenposition als Spitzenreiter auch so ein bisschen richtungsweisend, denke ich, heute. So denke ich, dass es ein spannendes und intensives Spiel wird. Die blau-weißen Spitzenreiter-Hockey-Damen kamen im heimischen Stadion nicht über Großchancen hinaus und so vollstreckten die Damen von der TuS Lichterfelde eiskalt zum 2:0 Endstand. Für Innenverteidigerin Lisa Hapke ein ganz bitteres Ergebnis. Ja, natürlich total ärgerlich. Also da war mehr drin. Wir waren motiviert, wollten das Spiel natürlich gewinnen. Und hier zu Hause auf eigenem Platz in Berlin zu verlieren, ist immer doof. Ja, und für die Spielerinnen aus Lichterfelde hingegen geht der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen kräftig weiter. Also ist natürlich mega geil. Das ist jetzt das vierte Spiel, was wir hintereinander gewinnen. Und dementsprechend ist die Stimmung richtig gut, würde ich sagen. Ja, hatten jetzt einen guten Start zur Rückrunde. Viel besser als die Hinrunde. Hat es jetzt auf jeden Fall schon angefangen und wir können, glaube ich, sehr zufrieden sein.
Man kann also nur hoffen, dass die Herren des TC Blau-Weiß 1899 schnell wieder den Weg in die erste Liga finden und dass die blau-weißen Damen den Aufstieg perfekt machen. Wir von Hauptstadtsport TV wünschen dabei viel Erfolg.